könnt euch ganz genau erinnern. Che, che, che. Wir sind wieder da, FSM Team. Pünktlich zum Rückrundenstart, Rückrundenvorbereitung. Fangen wir wieder an, euch zu zeigen auf YouTube oder auch Instagram, was ihr tun könnt, wie ihr trainieren könnt, ein individuell oder mit Freunden, um euch zu verbessern, um wieder fit in die Rückrunde zu starten. Wie ihr es schon von unseren Aufwärmen kennt, kommt immer bei uns das Lauf-ABC an den Koordinationsleiter. Nachdem wir das gemacht haben, nehmen wir die Koordinationsleiter und machen nach den Koordinationsübungen ein paar Sprints und dann sind wir fertig mit dem Aufwärmen. So, wir sind aufwärmen fertig, jetzt kommen wir zum Paarspiel. Aber wir sind ja keine Kinder mehr. Also haben wir ein bisschen hartes Passübung. Es sieht so aus. Wir haben hier den Defender, man nennt ihn auch Blackie. Oh, das hast du hier. Ah, das hat er, ja. Der ist bereit auf jeden Fall. Das ist, Lev ist mein Mitspieler. Das heißt, ich bekomme einen Pass vom Lev. Ich will aber den Ball haben. Vor mir ist der Verteidiger. Das heißt, das ist eine robuste Übung. Du musst schon deine Stärke zeigen. Wir beginnen erstmal links. Ich fordere den Ball mit Ja, je nachdem, was im Kommando ihr im Training habt. Ja, leh, Körper rein. Ball wieder zurückprallen lassen. Ganz wichtig ist aber, dass wenn ihr herkommt, dass ihr nicht einfach nur dasteht, sondern ihr habt hier einen Gegner, der ist passiv. Ja. Habt ihr das gesehen? Bei so einem Pass, was soll ich machen? Dafür könnt ihr nichts. Okay? So, wir beginnen wieder links. Ja, klatsch. Wieder zurück, rückwärts zurück, ja, Hände rein, klatschen lassen. Zurück, wieder, ja, Hände rein, klatschen lassen. Okay? Aber das Problem ist, wenn du mich gar nicht berührst, bleib mal verstehen. Wenn du mich gar nicht berührst, habe ich alle Möglichkeiten als Verteidiger. Du hast nicht einmal versucht, irgendwie, ich kann mit dir machen, was ich will. Das heißt, wenn ich nur. Oh, okay, der ist 2 Meter groß. Was mach ich da überhaupt? Komm, wir machen nächste Übung. Der ist 2 Meter groß. Was soll ich denn? Geh mal zur Seite jetzt hier. Auf geht's. Keine Kommando, Lev. Ja. Sehr gut. Ja, gut so. Du musst jetzt keine Runde um den machen. Genau so. Sehr gut. Ja. Genau, das ist gut. Keine Runde um den machen. Kann man das so stehen lassen, ne? ist das fair? Ich weiß nicht. Egal! Messi, David gegen Goliath! Messi fragt auch nicht, ob es fair ist. Okay, los geht's! Ja! Ja, Falco, wehr dich, Digga! Ja, Falco, du darfst alles machen! Ja! Gut so. Paul, das ist ein Torwartmänner. Ja! 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 Und noch einmal! Ja! Ja, Falco, noch mehr! Kommen wir nun zu der zweiten Passübung. Die kennt ihr bestimmt schon von unserem Einzeltraining mit Kathi Baumann. Und die ist ganz einfach. Stellen sich 2 Spieler gegenüber. Einer ist in der Mitte und der wird einfach angepasst. Klatsch! Ah, crazy, egal. Genau. Warten, jetzt! Ja, bravo! Ja, warten. Ja, bravo! Klatsch! Ja, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ja, bravo.
Sehr gut, fertig. Bravo, bravo. So, servus. Kein Fake hier, ihr seht immer noch Fulbert, der steht hinter mir. Ich bin nur neu. Ich erkläre euch heute die Übung, die ihr hier seht, komplett. Fulbert ist dabei. Lasst euch überraschen, die macht eine Menge Spaß. Den ersten Schritt dieser Übung ist eine Übung, die kommt von Xavi. Nehme ich ganz gerne mal mit rein. Das heißt, wir fangen an. Führt den Ball mit dem rechten Fuß, stoppt den, zieht den zurück, spielt den mit der linken Seite durch, dann Kopf hoch. Hier dasselbe, stoppen, mit der Außenseite durch, stoppen, zurückziehen, links durch, Kopf hoch, stoppen, rechts durch, zieht den durch. Jetzt vom Kommando, ja? Ja! Seitlich durch. Seite, bisschen komplizierter. Fulbert fordert jetzt den Ball von mir. Das heißt, wir starten rein. Da ist ein Slalom dabei, da ist auch eine Flanke und ein Torabschuss dabei. Das seht ihr alles gleich. Führt den Ball wieder mit links, ja. Kopf hoch. So Leute, jetzt noch zum Schluss kommen wir, zeige ich euch zwei Schussübungen, die ihr mit euren Freunden oder auch alleine machen könnt. Ja, let's go. Guter Kontakt, Falco. Ja! Gut! Uiuiui. Männer, also, wir machen hier gerade ein YouTube-Video. Ich weiß, ich will echt nichts sagen, aber sind das scheiß Schüsse. Aber die gehören dazu. Oder wollt ihr mir erzählen, ihr trifft alle Bälle? Nein, tut ihr nicht. Also, los geht's, Blacky. Sag uns mal, wie. Oh, okay. Okay. Ey, ich bin gerade bei dir. Ja, gut so, sehr gut. Chill. Ihr wisst Bescheid. Das war unser erstes Video im Jahr 2020. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir von FSM Team wünschen euch einen guten Start in die Rückrunde. Für die Rückrunde-Vorbereitung raten wir euch, dass ihr wirklich konzentriert und kontrolliert ins Training startet. Mutet euch bitte nicht so viel zu. Ich weiß, ihr seid Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho, Maradona, alle zusammen, ich weiß es. Aber macht langsam, lasst eure Muskeln erstmal warm werden, bevor ihr eine höhere Intensität geht. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das schon macht. Wir von der FSM Team wollen euch weiterentwickeln und verbessern. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr mit der Art, wie wir trainieren, klarkommt, dann schreibt in den Kommentaren oder schreibt uns direkt in den sozialen Netzwerken an. Wir freuen uns auf euch. Und vergiss eins nicht, Leute. Immer Salat machen. Natürlich mit Quarter Baguette.